Jo Leute, was geht ab? Herzlich willkommen wieder auf meinem Kanal zu einem weiteren Modern Warfare Video. Heute im Video zocken wir auf jeden Fall den Warzone-Modus und wir zocken den Multiplayer-Modus und wie ihr vielleicht schon im Titel lesen konntet, geht es heute um die MP7. Ich habe auf jeden Fall zwei Klassen-Setups für euch am Start. Einmal für den Warzone-Modus und einmal für den Multiplayer-Modus und beide Klassen sind wirklich ohne mal gut. Die MP7 ist auch allgemein ein absolutes Biest. Das Klassen-Setup, was ich aktuell zocke, benutzt auch der ein oder andere Pro-Player. Das Ganze gibt es natürlich im Verlauf des Videos und später im Verlauf des Videos gibt es dann noch mein bestes Multiplayer-Klassen-Setup für die MP7, was auch extrem nice ist. Ich versuche auf jeden Fall jetzt noch ein bisschen live für euch mit der MP7 ein bisschen Gameplay zu erspielen. Durch Skill-Based Matchmaking ist das jetzt vermutlich nicht so einfach. Ich gebe trotzdem mein Bestes. Ich hoffe auf jeden Fall, ich kann dich mit den Runden unterhalten. Wie gesagt, das ist eigentlich für mich persönlich das Wichtigste. Wenn ihr jetzt nur wegen dem Klassensetup hier seid, könnt ihr natürlich auch gerne skippen und beziehungsweise zu dem Klassensetup vorskippen. Und wenn ihr neu auf dem Kanal seid und keine Modern Warfare Videos in Zukunft verpassen wollt, wie zum Beispiel Klassensetup-Videos allgemein, Update-Videos und so weiter, alles was Call of Duty angeht, lasst gerne ein kostenloses Abo da. Road to 2,5k ist da und ich würde sagen, starten wir direkt rein. Let's go! Digga, es connected nichts. Let's go. Guter Start. Ich hoffe auf jeden Fall, dass das jetzt so halbwegs funktioniert mit der MP7, denn das ist immer ein bisschen schwierig, wenn man jetzt quasi live aufnimmt. Ich werde euch auf jeden Fall ein paar Clips einblenden mit der MP7, wo man wirklich merken kann, dass diese Waffe absolut eine Maschine ist. Diese Standard-MP7, die ich jetzt quasi schon in der Hand habe, ist schon auch wirklich eine absolute Maschine. Ich habe letztens aber wirklich gut wieder gemerkt. So. Frage ist, wo ist die Treppe? Ja, danke Jungs. GG's. Was ich auf jeden Fall sagen wollte, beim Trimax-Turnier haben auch ein paar Leute mit der MP7 gespielt und man konnte wirklich merken, wie krank stark diese Waffe ist. Ich wusste das Ganze auf jeden Fall schon vorher, aber ich habe dann in dem Turnier nochmal gemerkt, beziehungsweise auch ein paar Klassen-Setups gesehen, die wirklich absolut krank waren. Unter anderem war in diesem Trimax-Turnier auf jeden Fall auch ein Spieler dabei, der hieß It's Wars. Er hat wirklich die Gegner anders zerstört. Er ist mit dem Truck rumgefahren, was natürlich auch gefühlt jeder in dem Turnier gemacht hat. Das Turnier hat sich eher so angefühlt, als wäre es irgendwie ein Truck-Simulator-Rennen oder sowas in die Richtung. Aber er hat die Gegner halt anders zerstört. Er hat so aggressiv mit dem Truck gespielt. Er ist mit dem Truck zu den Gegnern gefahren, hat sie komplett tot gerusht, hat jedes Mal eine Drohne aktiviert, hat auch gar nicht so wie die meisten mit Herzschlagsensor gespielt, sondern einfach mit Blendgranaten und hat dadurch, dass er halt die ganze Zeit Drohne aktiviert hat, irgendwie... Loadout. Hat es dann irgendwie geschafft, die Gegner komplett wegzurushen. Er hat auch fast gefühlt jede Runde 20 Kills gemacht, was auch absolut krank ist. Und dann habe ich seine Klasse genauso, wie es sie ungefähr spielt, getestet. Und das ist die Klasse hier. Ich hoffe, ich kann euch jetzt ein bisschen was damit zeigen live. Sonst muss ich auf jeden Fall noch ein paar Clips, die ich jetzt ein bisschen private erspielt habe. so viel auf jeden Fall zum Live-Gameplay zeigen. Ach, Digga. Warzone ist echt anstrengend, wenn man irgendwie was live spielen will. So. Hoffentlich läuft es jetzt ein bisschen besser. Allgemein muss ich echt sagen, also der Warzone-Modus ist schon wirklich ein kranker Suchtfaktor. Also ich habe lange nicht mehr so dieses Gefühl gehabt, dass ich einfach aufstehe und direkt zocken will. Also es fühlt sich einfach an wie damals beim Call of Duty Release, dass man die ganze Zeit zocken will. Natürlich habe ich absolut nichts gegen den normalen Multiplayer. Ich habe dort auch sehr, sehr viel Spaß. Allerdings ist im Multiplayer der Unterschied, dass ich jetzt quasi 3 Stunden konstant zocken kann. Aber sobald es dann mehr als 3 Stunden sind, habe ich dann nicht mehr irgendwie dieses Bedürfnis zu zocken, beziehungsweise kann ich mich auch gar nicht mehr wirklich konzentrieren aufs Zocken. Und im Warzone-Modus ist es aktuell so, dass ich aufstehe und direkt das Bedürfnis habe zu zocken. Natürlich werden in Zukunft auch wieder vermehrt Multiplayer-Videos kommen, da ich da auch wieder ein bisschen Motivation geschnappt habe. Ich glaube, diese Abwechslung mit Warzone war auf jeden Fall was Gutes. Okay, da kommt jemand. Ah! Ja, sie pusht mich zu zweit und der nächste kommt auch. Ah, er ist hier. Oh, man merkt aber wirklich, wie krank gut Warzone ankommt. Also es ist ja wirklich überall. YouTube ist damit zugespammt, Twitch ist damit zugespammt. Gefühlt wirklich jeder zockt den Warzone-Modus. Und jetzt muss ich mich kurz konzentrieren, komm schon. Ich wollte irgendwas sagen. Ich weiß gar nicht, was ich sagen wollte. Irgendwo waren wir stehen geblieben. Ich hoffe, dass hier jetzt kein Gegner ist, sonst bin ich dezent am Arsch. Ich werde mir auf jeden Fall jetzt wieder die MP7 holen und euch versuchen, jetzt wenigstens ein bisschen zu zeigen, wie krank diese Waffe sein kann. Das waren die, die mich gekillt haben. So, einer K.O. Er ist direkt hier hinter der Wand. Hä? Hä? What the fuck? Wie? Wie zur Hölle? Oh Gott, ich bin tot. Ich bin tot, ich bin tot. Oh, ich hab ihn. Der konnte nie im Leben, konnte ihn bekommen. Er hat ihn durch die Wand bekommen. Er war hier im Bus.
Und er hat ihn einfach hier durch die Wand bekommen. Ich zocke ja auch aktuell die Variante der MP7, die jetzt quasi nicht komplett für den Nahkampf ausgerichtet ist. Also natürlich schon gut für den Nahkampf ist. Aber ich könnte sie theoretisch auch ohne Schaft spielen. Da ist sie nochmal ein bisschen stärker direkt im Häuserkampf. Aber so wie die Variante jetzt schon ist, ist sie auch eine absolute Maschine. Einige Pro-Spieler zocken mit der Variante. Aber natürlich kann man auch als Normaler wirklich gut mit dieser Waffe zocken. Season 3 steht auch relativ kurz bevor. Also sind jetzt, glaube ich, noch ungefähr eine Woche bis Season 3, hoffe ich zumindest. Ich weiß nicht, ob Call of Duty so macht, dass quasi, wenn Season 2 zu Ende ist, sie direkt Season 3 releasen. Wäre natürlich extrem nice, dass wir quasi da ein bisschen neuen Content bekommen werden. Aber was zurzeit wirklich absolut im Gespräch ist, ist Modern Warfare 2 Remastered. Man kann ja die Kampagne auf PlayStation aktuell schon zocken und dort auch wirklich gut Spaß haben ist, beziehungsweise ist absolute Nostalgie. Allerdings, was schon sehr belastend ist, ist, dass die Intervention wirklich anders verkackt wurde. Also kann man halt einfach nicht anders sagen. Der Sound von der Intervention ist wirklich extrem schlecht gemacht. Ja, moin. So, bevor es jetzt weitergeht mit dem Gameplay, zeige ich jetzt mal meine MP7-Klasse, die wirklich ohne mal gut im Warzone-Modus ist. Wie gesagt, auch einige Pro-Spieler spielen dieses Klassen-Setup genauso, wie es jetzt hier aufgebaut ist. Auf jeden Fall hier bei den Aufsätzen benutze ich hier bei der Mündung Monolith-Schalldämpfer, der für die Geräuschschalldämpfung gut ist und die effektive Reichweite. Damit steigert ihr auf jeden Fall nochmal die Reichweite und natürlich, eure Waffe ist nicht auf der Map sichtbar durch den Schalldämpfer-Effekt. Beim Lauf benutze ich den FSS-Aufklärungslauf, der nochmal für die effektive Reichweite, die Kugelgeschwindigkeit und die Rückschusskontrolle gut ist. Dann beim Unterlauf den Ranger-Vordergriff für die Rückschusskontrolle und die Zielstabilität. Da bin ich auch immer ein bisschen am Wechseln, also manchmal nehme ich auch den Kommando-Vordergriff für die Zielstabilisierung vom Rückstoß und die Zielstabilität. Aktuell spiele ich den Ranger-Vordergriff, da ich da einfach ein bisschen besser klarkomme. Dann bei der Munition habe ich das 60-Schuss-Magazin, allerdings könnt ihr theoretisch auch das 50-Schuss-Magazin nehmen, da könnt ihr ein bisschen variieren. Mit dem 50-Schuss-Magazin seid ihr ein bisschen beweglicher im Nahkampf, das heißt quasi, wenn ihr jetzt im Häuserkampf seid, kann das schon ein Vorteil sein. Ich persönlich bin eher der Fan, dass ich ein bisschen mehr Munition habe und ein bisschen weniger nachladen muss. Und beim Griff haben wir das gemusterte Griffband für die ZV-Geschwindigkeit und das Sprinten zum Feuertempo. Theoretisch könnt ihr das Ganze auch ändern, indem ihr einfach den Griff wegpackt und einfach komplett ohne Schaft spielt, dann ist die Waffe im Nahkampf auf jeden Fall auch ein absolutes Biest, weil sie einfach extrem schnell reinzoomt und extrem beweglich ist. Und das ist auf jeden Fall mein persönlich bestes Klassensetup im Warzone-Modus für die MP7. Testet das Ganze, schreibt mir eure Meinung dazu in die Kommentare. Und wenn ihr neu auf dem Kanal seid und keine Videos in Zukunft verpassen wollt, lasst auch gerne ein kostenloses Abo da. Wie gesagt, am Ende des Videos gibt es noch ein bestes Klassensetup für die MP7, für den Multiplayer. Das ist auch ein absolutes Biest und das, wie gesagt, ist meine Warzone-Klasse und ich würde sagen, geht's erstmal ein bisschen weiter. Let's go. Connection allgemein in den Servern ist echt schwierig zur Zeit, weil einfach alles überlastet ist. Call of Duty Server sind überlastet. Twitch Server sind meistens überlastet. YouTube Server sind oft überlastet. Ist echt schwierig. Alles Netflix überlastet. Natürlich ist das auch irgendwie logisch, wenn jeder zu Hause chillt, aber es ist halt einfach komplett nervig. Um nochmal auf Season 3 zurückzukommen, also ich bin wirklich echt gespannt, was für Maps kommen werden. Also wir haben ja quasi schon Bilder von Village gesehen und von Backlot, das ist quasi eine MW1 Map. Village ist natürlich eine MW3 Map, wobei ich sagen muss, die Bilder, die wir von Village gesehen haben, waren jetzt nicht so, dass man da jetzt auf Village schließen könnte. Also es sah echt komplett anders aus. Deswegen bin ich auf jeden Fall mal sehr gespannt, was jetzt in Season 3 alles kommen wird. Also ich hoffe, wir bekommen einiges an Content. Es war ja vor kurzem so, dass man auch quasi den Spielchat in der ganzen Lobby hatte. Man konnte quasi wirklich mit jedem in der Lobby schreiben. Wirklich alle 150 Spieler haben dann auch die Nachricht im Chat gesehen. Und das Resultat davon war halt einfach, dass jeder angefangen hat, direkt instant eine Beleidigung in den Chat zu spammen. Okay, Jungs, das ist also, wie wir spielen. Wir campen uns auf dem Haus und Snipe. Ich würde die Gegner eigentlich ganz gern pushen. Ich weiß nicht, was die zwei hier machen. Wir stehen auf jeden Fall kurz vor den 2500 Abonnenten. Es ist wirklich krank. Nochmal vielen Dank für den heftigen Support. Ich hab's verstanden, Digga. Es ist wirklich krank, wie schnell das Ganze geht. Also wirklich nochmal vielen Dank von Herzen dafür. Ich leg mich jetzt einfach hin und warte, bis irgendwas passiert. Ist mir egal. Ich push nicht, ich rush nicht. Bleib einfach bei meinem Team. Ihn hat so komplett auseinandergenommen. Sie kommen gerade hoch, okay. Oh, IQ-Play. Dieses andere IQ-Play. GG's. Okay, er ist immer noch hier. 35 Meter, er kommt hier. Yo, wahrscheinlich, oder? Das ist eine MP7. Schon wieder Gulag, Digga. Das war der beste Plan meines Lebens. Let's go, hol mich, Teammate, hol mich, hol mich. Ich bin da. Einfach gerade. Nein, 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 nein. Du musst einfach gerade laufen. Du musst... Ach, Digga, es tut weh. Also, wenn du mich holst... Nein. 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 Diesmal muss ich sagen, meine Teammates sehen absolut aus wie Tryharder. Shay, RNG und Notch, Shoxy vermutlich. Oh nein, das ist ein easy kill. Ich muss rein, ich muss rein, ich muss rein. Hallo, hallo, hallo. Was? Oh nein, er quittet, Digga. Das war, glaube ich, wirklich die schlechteste Warzone-Runde, die ich wirklich jemals hatte.
Sie gehören einfach nicht zusammen. Es ergibt so wenig Sinn, was sie hier machen. Dieses Game, ich liebe es einfach. Ich wollte doch einfach nur ein MP7-Video machen. Es passieren so viele lustige Sachen. Nachdem sie sich 5 Minuten mit dem Auto gegenseitig gerammt haben, haben sie sich endlich dazu entschlossen, zu schießen. GG's. So, testen wir mal die neue Playlist. Shipment geliefert und ihr seht schon, ich habe hier die MP7 am Start, die wirklich anders schnell reinzoomt. Ich hoffe einfach, dass ich ein bisschen kommentieren kann. Shipment ist nicht optimal dafür. Oha. Es ist einfach 10 gegen 10 auf Shipment. Alles klar, Digga. Oh Mann. Wie habe ich Shipment vermisst? Okay, ihr seht auf jeden Fall diese Klasse, die ich hier am Start habe. Also sie zoomt wirklich extrem schnell rein. Die MP7 ist einfach ein Allrounder. So, Team Deathmatch auf Hanky hat. Wir sind natürlich wieder nachgejoint. Wie sollte es auch anders sein? Nein. Was ich eigentlich sagen wollte, diese Klasse ist wirklich gut zum Rushen geeignet. Also man kann wirklich Spaß damit haben. Natürlich, wenn man sich irgendwie in die Ecke hockt und einfach across the map die Gegner abaimen will, ist das vielleicht ein bisschen schwierig. Falls ihr das Video bis hierhin schaut, auf jeden Fall danke für den Support. Schreibt auch gerne den Hashtag RT2500, also Road to 2500 Abonnenten in die Kommentare. Dann weiß ich, dass ihr das Video bis hierhin angeschaut habt. Würde mich auf jeden Fall mal interessieren, wer das Video komplett schaut. Und jetzt würde ich sagen, gebe ich euch gleich erstmal das Klassen-Setup, denn Multiplayer ist echt schwierig. Bei den Aufsätzen benutze ich alles, was die ZV-Geschwindigkeit steigert. Da haben wir den FSS-Squadlauf für die ZV-Geschwindigkeit, den taktischen Laser für die ZV-Geschwindigkeit, dann stellt ihr einen ohne Schaft, dann beim Unterlauf nehmt ihr den Schützenvordergriff für die Rückstoßkontrolle und beim Griff das gemusterte Griffband. Im Nahkampf ist diese Waffe auf jeden Fall ein absolutes Biest. Schreibt mir gerne eure Meinung dazu in die Kommentare und ich würde sagen, machen wir weiter mit dem Video. Let's go. Kann man hier eigentlich rein?